Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute mache ich mein Rollbraten, was wie eine riesige Roulade. Mit Sauergurke und Speck und Kochschinken und alles mögliche, was ich da noch reingesteckt. Und wenn ihr Interesse habt, wie ich es zubereite, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Heute Lust auf Rollbraten. Leider habe ich nicht so ein gutes Stückchen Fleisch abbekommen. Es ist relativ dick. Ich habe ihn versucht, noch so wie eine Tasche hier rausschneiden, dass ich ihn vielleicht so umklappen kann. Aber leider dann habe ich so eine hier Fetzen. Aber wie gesagt, zu jeder Situation gibt es eine Lösung. Und ich hatte mir gedacht, dass ich werde diese Löcher einfach mit Kochschinken bedecken. Und dann hoffe ich, dass ich danach kann auch noch richtig gut rollen. Erstmal tüpfe ich den Fleisch nochmal ab und werde ihn auch noch ein bisschen klopfen. Mache aber zu. Ich lege die Folie, das ist nicht so spritzig in die Küche. Das wird schon reichen. Und jetzt werde ich ihn erstmal ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen. Weil ich möchte gerne wie eine Roulade das machen, werde ich auch so ein Mischung mir machen mit bisschen Ketchup. Habe ich mal ausprobiert und es wirklich schmeckt sehr gut als nur mit Senf. Ich habe jetzt 2 Esslöffel Ketchup und gebe, naja, für diese Mähne, dann muss ich umklappen und so, bestimmt so 4-5 Esslöffel Senf. So, 5 Esslöffel einfach zusammen verrühren. Und werden damit bestreichen. Werde geben erstmal hier Kochschinken. Dann natürlich, wie es gehört zu den Rouladen, Speck, Sauergurken. Ich werde von da anfangen zu rollen. Deswegen hier lassen wir ein bisschen mehr Platz frei. Die Füllung ist das Wichtigste irgendwie bei Rouladen, so wird es auch bei dem Braten sein. Dann Zwiebeln. Mal schauen, ob ich kann ihn rollen, zusammenrollen, wie dick es wird. Dann mache ich jetzt diesen Teil, was ich abgeschnitten, oben drauf. Das restliche Senf. Natürlich diese oberste Seite werden wir auch anwürzen. Und werden wir hier auch weiterfüllen. Dafür habe ich mir auch den Bauchspeck genommen. Und auch ein paar Gurken. Alles, was ich hier mir aufgeschnitten, lege wieder alles rein. Zwiebel. Zwiebel kann natürlich viel sein. Gibt schönen Saft in dem Fleisch und schönen Geschmack. So, und hier noch 2 Scheibchen Speck noch übrig geblieben. Ja, das war's. Jetzt müssen wir es alles zusammenrollen. Ich habe mir schon hier Gar vorbereitet und ich denke, es wird ziemlich ein dickes Rollbraten. Deswegen schneide ich mir ein bisschen längere Faden. Okay, und fangen wir an. Ich fange von dieser Seite, weil die ist am meisten kaputt. Braucht man noch eine Hand. Jetzt lege ich den Faden drunter und versuche ihn zu festbinden. Richtige Knoten. So, und auf andere Ende. So, und das ist hier
an die Seite nicht alles so rausgeht und rausfällt, werde ich ein paar Holzspitze reinstecken, dass ich das alles ein bisschen zu habe. Ich nehme diese stärkere Spitze, nicht den Zahnstocherspitze, dass ich besser den ganzen Fleisch durchstechen kann, ohne dass es kaputt geht. So. Und hier oben nochmal. Und von der anderen Seite auch genau das gleiche. So, die Spieße kurze ich jetzt ein bisschen. Irgendwie habe ich ihn doch festbekommen. Und jetzt werden wir erstmal den Braten, den Fleisch, erstmal werden wir anbraten. Zum Kurzen. So. Stellen wir auf den Herd Töpfchen und geben wir da Butterschmalz oder Schmalz, oder wenn ihr das nicht habt, kann man auch in Öl anbraten. Wir müssen jetzt von alle Seiten unsere Braten scharf anbraten. So, unsere Braten haben wir jetzt von alle Seiten, wie es möglich ist, angebraten. Richtig schön scharf. Jetzt holen wir ihn raus. Und hier werden wir jetzt unsere Soße zubereiten. Ich habe hier Gemüse geschnitten. Das ist ganz normales Suppengemüse, wie Sellerie, Zwiebel, Möhren. Und dann gebe ich noch dazu 2 Teelöffel Knoblauch. Und werde das erstmal scharf anbraten. Wir möchten gerne eine leckere, schöne Soße haben. So, weil die Gemüse sind schon fast ganze Flüssigkeit ausgedampft. Es hört man auch diese Knistern, weil es brät schon. Mache ich hier ein so bisschen freien Platz und gebe da so 1 Teelöffel oder besser 2 vielleicht, so gestrichen. Das ist auch Babylöffel, das ist klein. Kann man sagen, nur 1 Teelöffel. So. Und drauf einfach den Tomatenmark. So ein großzügiger Esslöffel. Und lassen wir das karamellisieren. So, jetzt mit ganzem Gemüse. Mit so Schuppen alles vermischen. Und ich möchte heute gerne, wie ihr das bei Rouladen gehört, mit Rotwein einkochen. Und das ist das Schöne, diese Soße entsteht, müssen wir Wein in mehrere Etappen dazugeben, immer verkochen lassen. Und wir nehmen keinen trockenen Wein nehmen, gebe ich nur so viel Luft und lasse es verkochen, bis das alles komplett wird weg. So, und wenn ihr seht, dass die Pfanne oder Gemüse sind schon fast trocken, alles ausgedampft, sieht herrlich aus und riecht so toll, geben wir noch einen Schluck Wein und lassen wir es wieder alles verkochen, dass alles weg wird. Gemüse werden dann diesen tollen Geschmack annehmen und wir haben eine wunderbare Soße. In so ein Guss. Doch wirklich wunderbar, das zu kochen, weil es geht alles viel schneller. Ja, schaut. In kürzerer Zeit ist alles wieder trocken. Und geben wir noch einen Schluck. Das ist das dritte Mal. Ungefähr fast ein Gläschen reingemacht. Ungefähr bei 200 oder 180 Milliliter. Das wird schon reichen. Jetzt nochmal schön anbraten. So, es hat alles schön verkocht und dreht richtig sauber. Wie sehen die Gemüse?
Und jetzt geben wir die Brühe rein. In meinem Fall habe ich Rinderbrühe genommen. Ich gebe erstmal nur ein Teil, dann werde ich sehen, wenn ich den Braten reinlege, ob ich noch was brauche. Und jetzt können wir natürlich auch anwürzen unbedingt probieren. Ich mag gerne auch irgendwas von den Kräutern dazu geben, besonders als Dip. Und da friere ich mir so eine Dolden oder schneide mir ein Stückchen. Aber mit Dolden dann ist es besser später dann rausnehmen aus dem Ganzen. Und dann probieren wir natürlich nach Salz. So lecker. Ganz bisschen Salz muss ich dazu geben. Und ich gebe gerne noch Chiliflocken. Chiliflocken, die sind nicht so scharf wie selber Chili. Aber haben ein schönes Aroma und kann man die lange köcheln lassen. So, jetzt legen wir unsere Braten wieder rein. Ich muss noch ein bisschen Brühe dazu geben. Das werde ich jetzt auch gleich tun. So, gebe noch dazu, dass unser Fleisch richtig schön über die Hälfte in Brühe steht. Kann man noch mal die Brühe probieren. Sehr lecker. Jetzt gebe ich den Deckel drauf und stelle in meinen Backofen bei 180 Grad für eine Stunde. Nach einer Stunde werde ich den Deckel abmachen, den Braten umdrehen und mindestens nur halbe Stunde, aber vielleicht sogar ganze Stunde, weil es bei mir sehr dick. Deswegen zwei Stunden kann man schon ruhig auch im Backofen lassen. So, meine Lieben, unser Braten war fast eine Stunde und 45 Minuten im Backofen. Schaut, wie toll es aussieht. Uiuiui. Ich habe ihn zweimal gedreht, dass er von allen Seiten so schön knusprig wird. Jetzt werde ich den Braten herausnehmen und wir werden auch noch Soße etwas andicken. Schönen begießen. So, jetzt holen wir ihn auf den Teller. Ups. Und ich decke erstmal den Fleisch mit Backpapier zu und stelle ihn weiter in den Backofen, dass er ihn nicht abkühlt. Aber wenn das so Fleisch ruht, ist es auch besser, dass man gleich sofort den Saft raustritt aus unserer Braten. Den Backofen habe ich schon ausgemacht, nur den Rest wärme. Dazu gibt es bei uns heute den Rotkohl aus unserem Garten. Schaut, wie toll es ist. Und ich koche ihn heute mit Orangensaft. Genau nach meinem Rezept, was ich am Anfang noch veröffentlicht habe. Nur statt Wasser nehme ich einfach Orangensaft und ein bisschen Apfelessig. Perfekt. Und dazu noch Kartoffeln. So, und jetzt sieben wir unsere Brühe ab. Es kann man auch ein bisschen durch den Sieb auch durchdrucken. Und wenn das bisschen Gemüse durchkommt, ist auch nicht schlimm. Es wird dann sämiges. Ich werde jetzt nicht komplette Brühe verwenden und andecken, sondern nur einen Teil. Die restliche, wenn es übrig bleibt, die Brühe, siebe ich durch, kühle ich ab und friere mir portionsweise ein. Und dann, wenn ich brauche ein bisschen dunkle Soße, kann ich schnell auftauen, ein bisschen andicken, fertig. So, jetzt kochen wir das auf und dicken wir einfach ganz normal mit Speisestärke ein. So, die Brühe kocht, die dicken wir mit der Speisestärke ein. Immer nur so Schluck und dann seht ihr, welche Konsistenz von der Soße braucht ihr. So, lassen wir ein paar Minuten das ankochen und dann können wir schon servieren. So, jetzt schauen wir nach unserem Braten. Ich heiß, der Lauch heiß. Jetzt schneiden wir unsere Braten auseinander. Na, das ist doch aber schick. Schaut, meine Lieben, so sieht unsere riesige Roulade aus. Ein super Schnitt, sage ich. Sieht gut aus.
Jetzt können wir nur in die Scheiben schneiden und richtig schön anrichten. Mit Soße, mit Kartoffel und mit Rotkohl. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen, beim Experimentieren. Probieren Sie mal so. Und ich hatte erst mal gedacht, das ist so ein Unglück mit so ein Stückchen Fleisch. Aber wie gesagt, für jede Situation gibt ein Lösung. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.